Warum ich mich selbstständig gemacht habe und die meisten Fotografen auf Firmen machen und du vielleicht auch diese Idee hast oder es weiter ausbauen möchtest, das erkläre ich dir in diesem Video. Zum einen habe ich mich 2016 dann natürlich mit der Produktfotografie so stark hineingearbeitet, dass ich mich 2018 komplett damit selbstständig gemacht habe. Und warum überhaupt? Durch meinen Hauptjob. Ja? Also viele von euch, beziehungsweise die jetzt natürlich zuhören, die haben ja irgendeinen Hauptjob, wo sie morgens hingehen, keine Lust haben, sonntags schon Bauchschmerzen, ach, morgen muss ich zur Arbeit und gar keine Lust und so. Viele von euch kennen das. Einige wenige haben den Luxus zu sagen, ich habe einen Job, den ich liebe, wo die Kollegen nett sind, wo die Arbeit mir Spaß macht und wo ich gerne hingehe. Das ist aber tatsächlich die starke, starke Minderheit. Und viele finden diesen Weg dann in der Fotografie, ja, und dann natürlich in diese Selbstständigkeit. Problem natürlich ist, man muss die Selbstständigkeit auch gut aufbauen. Was Wichtigste ist natürlich, dass auch gutes Einkommen reingeht. Egal wie sehr wir natürlich die Fotografie und Firmen natürlich lieben. Es muss genug abwerfen, dass wir damit natürlich auch gut über die Runden kommen und davon gut leben können. Aber primäres Ziel ist natürlich, dass uns das natürlich unseren Lebensunterhalt bestreitet, weil das wir lieben ist einfach, wenn wir unseren Tag mit den Sachen füllen können, die wir lieben, ne, dann fühlt sich das auch nicht wie Arbeit an. Nichtsdestotrotz muss das aber aufgebaut werden. Aber für mich gab es keine andere Option. Ja, zum einen, weil ich teilweise an einigen Tagen nicht einmal die Sonne gesehen habe. Ja, ich bin zur Arbeit gefahren, da war die Sonne noch nicht aufgegangen und ich bin nach Hause gefahren, da ist die Sonne schon untergegangen. Ja, das heißt, ich habe mir gedacht, es kann doch nicht wahr sein, dass ich an gewissen Wochen die Sonne nicht einmal sehe. Ja, oder vielleicht nur aus dem Fenster von der Arbeit oder wenn ich mal in der Pause rausgehe von der Arbeit. Das kann ja nicht sein, dass ich die Sonne am Tag nicht sehe. Ja. Und dann zudem auch noch, kam da bei mir noch die Schichtarbeit dazu, weil ich in der Druckerei gearbeitet habe. Das heißt, Tag und Nacht wechselt dann teilweise und dann macht das. Also kann mir niemand sagen, dass das gesund für den Körper ist. Das macht deinen Körper kaputt. Der menschliche Körper ist nicht für die Schichtarbeit gemacht, um diese Zeiten zu wechseln. Und ich habe mir gedacht, das kann so nicht weitergehen. Und so bin ich dann natürlich in die komplette Fotografie langfristig reingegangen. Und dadurch, dass ich das dort natürlich dann geschafft habe, die Fotografie läuft weiterhin sehr, sehr gut, mit sehr, sehr guten Umsätzen, habe ich dann natürlich dann gemerkt, okay, wie kann ich das, beziehungsweise ein befreundeter Fotograf kam auf mich zu, der mich gefragt hat, hey, wie hast du das geschafft, wie machst du das, ich möchte gerne auch davon selbstständig leben. Dem habe ich das auch gezeigt und anschließend durch diese Dankbarkeit und Herzlichkeit, die er mir damals dann dort gegeben hat, habe ich mir gedacht, okay, das will ich machen, das ist das, was mich ausmacht, was meine Berufung ist und das will ich weiter ausbauen. Und dadurch kam halt letztendlich dieses Coaching zustande. Und es gibt halt nichts Schöneres für mich persönlich zu sagen, anderen Leuten genau das zu ermöglichen, was mir damals verwehrt wurde. Ja? Und da kannst du mal ein bisschen so auch bei meinen Kanälen mal durchschauen mit meinen Kunden und den Kundengespräche. Ich führe auch mindestens einmal die Woche einen Live-Talk mit einem Kunden von mir. Und dort immer wieder zu hören, genau das, was ich jetzt sage, dass sie sagen, hey, du hast mich aus diesem Hauptjob rausgerettet, mein Leben komplett umgekrempelt und mich in ein glückliches Leben geführt. Das ist eigentlich das Beste überhaupt. Das ist für mich auch die größte Bestätigung. Natürlich, hey, ich kriege auch ein bisschen was für die Zusammenarbeit und das ist auch letztendlich mein Job und sowas. Aber wie ich auch gerade gesagt habe, das ist meine Berufung. Also da geht mir wirklich mein Herz auf. Und letztendlich haben wir alle nur ein Leben. Ja? Und ich habe mir schon immer die Frage gestellt, das kann nicht sein, dass ich jetzt hier 40, 50 Jahre oder weiß was ich, wie lange ich da arbeiten muss, das wird ja immer später jetzt bis ins Rentenalter, irgendwann hier rausgehe, den mein ganzes Leben da gearbeitet habe und nicht wirklich für mich aufgebaut habe, irgendwann in die Kiste springe und sage, ja, das war's jetzt. Ja? Natürlich möchte ich das auch nicht zu krasses Undankbares ziehen, weil du kriegst natürlich auch Geld vom Hauptjob und der ermöglicht dir natürlich auch, dass du ein Dach hast und Essen auch auf dem Tisch. Es geht aber jetzt auch um die Selbsterfüllung. Ja? Was hast du für Träume? Möchtest du das? Möchtest du irgendwo angestellt sein, dort den ganzen Tag arbeiten und dann irgendwann sagen, okay, das war's jetzt? Mit Sicherheit nicht. Ja? Und mit Sicherheit schaust du auch deswegen hier meinen Kanal an und hörst dir die Dinge an, dass du dann dementsprechend auch schauen kannst, wie kannst du langfristig deine eigenen Träume erfüllen. Und ich verlinke dir mal hier das Interview. Zum Beispiel habe ich es letztens auch mal aufgenommen mit Christian Buchleiter, meinem Kunden. Mit dem habe ich das auch so gemacht. Der war halt Vollblut-Gastronom. Ja, hat sozusagen sich ein eigenes Restaurant mit vielen Mitarbeitern und so weiter aufgebaut. Hat das aber mit einer Geschäftspartnerin aufgebaut.
Das war auch alles wunderbar. Die haben sich mega gut verstanden und es ist immer weiter gewachsen. Es war eigentlich rosa-rote Brille, könnte man sagen. Alles war super und top. Leider gab es dann einen tragischen Unfall und die Geschäftspartnerin ist dann leider verstorben. Und er musste sozusagen dann alles selbstständig wuppen. Ja, und weil er natürlich nicht in allen Gebieten so hervorragend war wie sie, musste er sich stark einarbeiten und hatte sehr viel Kraftzeit und hat 7 Tagewochen gehabt mit 12 Stunden und war da schon, also er hatte ja schon einen Traum erfüllt, dass er selbstständig war, also das für sich gemacht hat. Nichtsdestotrotz hat er dann aber eine Tätigkeit ausgefüllt und Bereiche gemacht, die ihn persönlich nicht ausgefüllt haben, wo er gesagt hat, hey, das ist nicht das, was ich machen möchte, ich bin hier kurz vorm Burnout, die Familie weiß auch nicht mehr, wohin mit ihm und so weiter und so fort. Und hat dann mit der Fotografie seinen Ausweg gefunden. Er hat teilweise sogar, also er hat in dem Interview gesagt, es war für ihn wie eine Therapie, die Fotografie tatsächlich rauszugehen, auf den perfekten Moment zu warten, einfach für sich zu sein und zu fotografieren. Das war für ihn eine Therapie. Und das haben wir jetzt sozusagen dann auf den Umschwung geschafft, zu sagen, okay, das ist, was du machen willst. Du möchtest fotografieren, lass uns das weiter ausbauen. Dann kam er auf mich zu, er hat damals mein Buch gesehen, er hat gesagt, okay, komm, ich möchte das weiter ausbauen. Und dann haben wir für ihn die Fotografie weiter aufgebaut, weil Gastronomie und Gastro ist für ihn immer noch ein großer Teil, wo er sagt, hey, da hängt auch ein Herz, sein ganzes Leben hat er damit auch aufgebaut. Und er möchte da bleiben, aber das mit Fotografie verbinden. Und haben das jetzt sozusagen mit der Food-Fotografie verbunden und jetzt ist er mega glücklich wieder, hat in der Gastro runtergeschraubt, hat dort dann Mitarbeiter und so weiter dann für seinen Posten eingestellt, dass er jetzt nur 2 Tage in der Woche im Restaurant sitzt und die restliche Zeit fotografiert. Ja, teilweise auch jetzt international, dass er nicht nur, er kommt aus Hamburg, also nicht nur Raum Hamburg, sondern wirklich auch überall, auch Spanien teilweise, hinfliegt und dann dort richtig tolle Aufnahmen macht, Speisekarte neu macht, Business-Porträts und so weiter und so fort. Da entstehen auch teilweise auch gute Freundschaften, weil er sich dann ja auch mit denen, er kommt ja aus der Gastro und sich dann natürlich auch gut in die hineinversetzen kann und natürlich auch mit denen sprechen kann, aber primär natürlich jetzt fotografiert. Und dadurch natürlich auch jetzt seinen Traum erfüllt hat und sagt, jetzt ist er wirklich glücklich, jetzt hat er wirklich das Ziel erreicht, er hat seinen Gastro soweit durch und ist er immer noch, weil er liebt es ja, ist ja nur wegen deinem Arbeitspensum so krass gewesen, aber seine große Leidenschaft, die ihm schon seit Kindesbeinen irgendwie zusammen geleitet hat, jetzt Vollzeit dann natürlich dann auch durchziehen kann und natürlich die Fotografie weiter durchziehen kann, weil ihm das auch wirklich Spaß macht, dass er eine Leidenschaft ist und dort wirklich auch glücklich ist. Schau dir unbedingt das Interview an mit dem guten Christian Buchleiter. Wirklich sehr, sehr spannend. Er hat auch schon viel durch und da kann man mit Sicherheit auch einiges lernen. Wenn du als Fotograf oder Filmemacher sagst, hey, ich habe mich da irgendwie wiedergefunden und ich möchte auch selbstständig sein, ich möchte auch meine Selbstständigkeit vielleicht auch weiter ausbauen, ohne Druck, und dort natürlich dann dementsprechend ordentlich Kunden gewinnen. Das ist das Wichtigste, weil das nimmt den ganzen Druck raus, wenn du ein gutes Einkommen davon hast. Dann trage ich gerne ein auf unserer Webseite www.edmund-riese.de oder hol dir natürlich eins meiner ersten Bücher. Ich habe 2 geschrieben, da wirst du mit Sicherheit schon einiges für dich mitnehmen können. Wünsche dir viel Spaß dabei und bis dann.